Ja, was so ein bisschen aussieht nach Völkerball und Brennball, ist ein bisschen anders, weil ich bin eingeladen vom SEK. Arno, grüß dich. Morgen, Daniel. Ein bisschen Sport machen wir aber, Arno. Bisschen Sport machen wir. Nach der Bewerbung, du hast dich bei uns beworben, findet hier eine Auswahl statt. Wir sind hier erst bei der körperlichen Eignung, die werden wir hier zum Teil in dieser Halle feststellen. Dein erster Eindruck kurz? Ist ein sehr guter. Könnte einer von euch sein, oder? Könnte nicht besser sein. Zumindest vom Äußerlichen. Nein, das passt schon. Man soll ein Buch nicht nach dem Umschlag bewerten, sondern immer was drinstecken. Das werden wir heute feststellen. Ich bin verhalten optimistisch. Ja, Fröschel, du bist mein Daniel. Drill Instructor heute. Ja, darf ich sein heute. Wir wollen starten mit dem Pendellauf, den sogenannten. Das sind 4x25 Meter, also 100 Meter. Ja. Dafür hast du ungefähr, oder genau, 22 Sekunden Zeit. Das Ganze Sekunden? Sekunden. 3, 2, 1, go! So, jetzt guck mal direkt. Das sehr gut. Hast du nicht mit gerechnet, oder? Nee, hab ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Ja, ich ärgere mich ein bisschen, wenn ich langsamer war als der Kollege. Ja, jetzt kommt es im Parcours. Es sind viele Hindernisse hintereinander. 3:30 wäre die Zeit. Stunden? Um Himmels Willen, ernsthaft? Ja, aber die Füße dürfen den Boden nicht berühren. Irgendwie, ich weiß nicht. So ungefähr. Startest du durch? Spätestens im Krankenhaus. Oh, Scheiße! Warum? Das beschleunigen wir so sehr, das sieht gar keiner. Noch irgendein Tipp, ein Geheimtipp? Ein Gas geben. Go! 3, 4. Jawohl, gut. Oh. Jawohl, sehr gut. Ah. Jawohl. 5, 6, 17, 18. Komm zu mir. Ja. Jawohl, Rolle. 1, 3. Jawohl, zu mir. Komm, komm, komm. Jawohl. Geschafft. Ja. Geschafft. Mein Gott, bist du gut. 3, 18, 67. Pause. 115. Mal da oben dran. Mhm. 5 Minuten. Go. Ende! Und wie viele? 107. Oh, hör auf! Ich kann mal leider mal die Wiederholung sehen. Ja, Arno, das habe sogar ich mitbekommen, dass wir nicht mehr in der Sporthalle sind inzwischen, sondern? Wir sind im Trainingszentrum der Spezialeinheiten, befinden uns aber immer noch hier in der Auswahl. Für dich wird jetzt hier ein Höhentest stattfinden. Kurze Nachfrage noch, wer sichert mich in der Zeit? Keiner. Ah, okay. Du kommst mit hoch, ne? Na klar. Ja, kann lügen, der Mann. Am besten steigst du erst mit dem Bein durch. So meinst du, oder? Nein, Kopf wieder nach draußen. Ja, nicht ganz so, wie ich meinte, aber okay. Ja, Arno, deine Fragen bitte. Ach, nicht hier? Einfach gehen. Geht man so? Nein, vorwärts. Es schlottert schon ein bisschen, ne? Gehört dazu. Versuch mal normal zu gehen, das ist einfacher. Noch einen Meter. 7 mal 8. 56. Sehr gut. Welchen Tag haben wir heute? Heute ist Montag. Fühlst du dich wohl? Geht so. Dann dreh dich wieder um und dann geh zurück. Ja, sehr schön. Arno, du lachst, das heißt bestanden? Nicht ganz, aber fast. Fast. Wir haben eine Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule und da wurde festgestellt, dass der SEK-Beamte in der Breite mit einem Spitzensportler, also einem Olympiasieger, durchaus zu vergleichen ist. Bis hierhin sehr hoffnungsvoll, dann würden wir das jetzt abschließen. Machen dann aber direkt weiter mit der Ausbildung, wo wir gerade hier sind. Und hab heute Abend auf jeden Fall Sport gemacht. Ein bisschen. Ja. Marc, grüß dich. Daniel. Du bist der Nächste, der mich quält. Go. Nicht, dass ich noch angeschossen werde. Ah, komm, Daniel. Ich komm gleich. Ich komm schon wieder raus. War nicht schlecht. Selbst so geht's noch. Ja, aber es war schon gut. Komm. Scheiße. Kein Schwung. War erste Klasse. War schon gut. Ja, erste Schulklasse leider. Ah, okay, mit dem Kopf schon durch. Bis hierhin ist gut, aber dann. Aber springst du auch so zum Kühlschrank? Okay, es gibt auch noch eine andere Variante. Du hast ja gesagt, du hast was in der Arme. Hab ich das gesagt? Ach, Scheiße, ich wollte einen weiter. Okay. Aber ich bin ja kein Jammerlappen, deswegen einmal machen wir es noch. Können wir nur mal einmal kurz den Tonmann einmal haben? Ich will es einmal schaffen. Voll. Geht noch was? Super. Ja, so ist gut. Wunderbar. So ungefähr. Ja, das war so ein kleiner Auszug aus eurem Parcours. Ist eine Mischung zwischen Technik und Kraft, die hier immer gefordert wird. Ja, sind wir durch, oder? Was wir jetzt machen, ist hier so eine Art Abbildung der Belastungswoche. Das ist ein Kernstück der Ausbildung. Und ein Klassiker, den wir immer haben, sind die Kaskaden. Das ist eine Mannschaft. Angenehm. Ganz nach oben. Viel Spaß, viel Erfolg. Ach, du bist gar nicht dabei? Nein, ich guck mir das an. Du hast zu tun. Oh, Halleluja. Okay. Und das wie oft? Ja, ein paar Mal noch, ne? Ja. Danke, danke.
Komm, mal Tempo ins Ziel, komm. Ja, Junge, Laura. Toi, 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 oder? Ein Fußwechsel, da wo jetzt der linke steht, muss der rechte hin. Hier, ne? Nee, ja, so auch. So? Nee, da komm, ich helfe dir ein bisschen. Ja, Harry, mein Höhentrainer. Hoch war doch schon mal besser als gedacht, oder? Besser? Nein. Ja, man merkt es dann tatsächlich. Die Vorübungen hat man jetzt hier gerade in den Armen dann doch gemerkt. Ne? Wo wir ja gesagt haben, aus den Beinen klettern. Ne? Aber der hochkommt, muss auch irgendwie wieder runter. Richtig. Dann geht das Seil langsam durch deine Hand durch und siehst du, es läuft durch die 8 durch. Ja. Machst du wieder zu, hält die 8 wieder zu. Kannst du noch mal einmal gucken, ob es wirklich fest ist? Das wäre mir wichtig. Merkst du, dass du noch runter gehst? Ja. Und jetzt kletterst du mal über das Geländer. Einfach einmal drüber, ja? Einmal drüber. Kann nichts passieren, ich habe dich hier total safe. Alles gut. Mit dem Oberkörper ein bisschen weiter nach hinten. Jetzt merkst du auch, dass es besser läuft, weil du jetzt Gewicht im Seil hast. Ja. Und jetzt kannst du ganz langsam anfangen, mit den Füßen an der Wand runterzugehen. Kann ich umfassen? Ja, kannst du. Und jetzt mit den Füßen runtergehen. Sonst bist du ja gleich kopfüber. Genau, jetzt hast du es. Jetzt läuft's. Ja? Harry, danke für alles, ja? Bis später. Es läuft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es mache, wirklich. Ja, Harry, der Hubschrauber ist vollgetankt. Vollgetankt und wir können losfliegen sozusagen. Ja. Zum Einsatzort. Und da gehst du dann am Fast-Roping-Seil nochmal 12 Meter 83,5 runter. Das hättest du jetzt nicht dazu sagen müssen? Aber ist ja so. Du hältst dich einfach mit deinen Händen am Fast-Roping-Seil fest, bremst mit den Füßen noch ein bisschen mit. Nach dir. Oder so. Harry, wir konnten uns doch gut leiden bis jetzt. Richtig, setz dich unten hin. Ja. Beide Hände ans Seil. Beide ans Seil? Ja. Und jetzt einfach raus und runter. Und das passiert, wenn ich jetzt irgendwie hier loslasse? Nix, ne? Gar nichts, dann habe ich dich hier. Und 3, 2, 1, los! Und runter mit dir. Halten, 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 halten. Harry, danke dir! Halleluja. Du weißt, was jetzt passiert? Nee, ich weiß von gar nichts. Du wirst ja gleich beim SEK-Einsatz mitmachen. Und da wirst du eine Festnahme durchführen. Das SEK wird ja nur eingesetzt, wenn der Täter wirklich gewaltbereit ist. Ja. Und darauf muss man natürlich gut vorbereitet sein. Also machen wir die Arme hoch. Du wirst mich festnehmen. Ja, fertig. Boah, okay. Alter, Alter. Hand auf den Boden, Arme auf den Rücken. Ja. Dann setzen wir jeden auch hin. Ja, gerne. Damit es dir auch gut geht. Jetzt kannst du aufstehen. Ich hab's gar nicht mitbekommen, so schnell ging's. Sollen wir es mal langsam machen? Ja, gerne. Okay, du hast deine Arme hoch gehabt. Ja, ich mach ja wirklich nichts. Ich mach nix. Hallo. Ja, 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 ja. Alles gut. Auf den Bauch. Gerne, ja. Oh. Arm auf den Rücken. Langsam tut's noch mehr weh. Oh. Hinsetzen. Ja, das mit dem langsam war eine schlechte Idee. Ja? So. Ja, jawohl. Ja, ja. Einmal hinsetzen, bitte. Ja, fühlst du dich gut vorbereitet? Ich hoffe, es wehrt sich keiner. Ja, Daniel, dann darf ich dich an der letzten Station des heutigen Tages hier begrüßen. Du hast ja heute schon einiges mitgemacht. Jetzt geht es um die Einsatztaktik. Ah, okay. Ja, ja. Das ist auch ein Bereich, den man eigentlich am schlechtesten trainieren kann. Die Stressstabilität ist eine Geschichte, die man sehr, sehr schlecht beeinflussen kann. Stichwort Stress, das braucht man für einige Einsätze bei euch, logischerweise. Was sind die Schwerpunkte? Das bekannteste, Geiselnahmen. Ja. Dann haben wir Bedrohungslagen. Das, was wir hier gleich trainieren werden, ist also eine ganz normale Festnahmesituation eines Straftäters, der möglicherweise auch bewaffnet sein kann. Da müssen wir uns drauf einstellen. Und was ich schon merke, ich bin auf einmal über 20 Kilo schwerer geworden. Da sind wir aber noch nicht am Ende. Wir haben unsere Ramme. Oh. Ich hoffe, die hat ein anderer dabei gleich. Und richtig mit Schwung dann davor haust. Können wir ruhig einmal jetzt machen. Mach das ruhig mal. Genau, stellst die Ramme ab. Jetzt würde hier der zweite Mann den Knaller reinwerfen. Und wie der Knall stattfindet, gehen wir rein. Das heißt, der Sicherungsschütze geht vor. Du würdest dich als zweiter Mann anschließen. Das Ding würde ich aber hier lassen. Natürlich. Das Ding lässt du da. Und die Jungs bauen sich hinten auf. Und ich bin immer hinter ihm. Du bist immer hinter ihm. Okay, go! Ah!
Und Break. Ja, Marc, du hast das jetzt beobachtet. Wie hat dir meine Festnahme gefallen? Ja, ich denke, darauf kann man aufbauen, was ich so gesehen habe. Die Frage jetzt auch an dich. Wie hast du die gesamte Situation empfunden? Also es ist natürlich A, eine anstrengende Sache, allein körperlich, aber B, natürlich auch mental. Ich denke, du wirst festgestellt haben, wie komplex so eine Geschichte ist. Das heißt, vom Tür auframmen, dann mit der Irritation in so einen Raum reingehen, die Waffe zur Hand haben und dann das Gegenüber festzunehmen. Absolut. Die Situation hat eigentlich den Alltag wiedergespiegelt. Das ist also das, was wirklich so der Standardjob des SEK-Beamten ist. Und bis es denn soweit kommt, Arno, was muss ich alles getan haben, um bei euch zu landen? Ja, nach der Beendigung des dualen Studiums hast du 3 Jahre Verwendungszeit in dem Wach- und Wechseldienst oder in einer Hundertschaft. Du darfst nicht älter als 36 Jahre sein. Und dann, nach der erfolgreichen Bewerbung, gehst du in das Auswahlverfahren, was du heute Morgen ja schon kennengelernt hast. Und wenn das alles positiv ist, dann gehst du in dein Kommando, hast dann 3 bis 4 Wochen Hospitation. Wenn du die erfolgreich absolvierst, gehst du dann zur FSE, das ist die Fortbildungsstelle der Spezialeinheiten. Der ganze Spaß dauert roundabout 1 Jahr. Wenn du das geschafft hast, gehst du dann ins Kommando und hast noch eine halbjährige Probezeit und dann bist du vollwertiges Mitglied eines SEKs. Man sieht auf jeden Fall an mir, es kann jeder schaffen, das sollte doch jedem Mut machen. Vielen Dank für die Einladung, Arno. Ja, hast du denn noch Lust, was zu tun? Ich hatte jetzt eigentlich Feierabend. Ja, eigentlich, da muss ich dich aber enttäuschen, wir haben noch einen Programmpunkt für dich. So, jetzt überrascht er mich nochmal. Jetzt kommt noch was. Jetzt kommt noch was. Aber nicht, dass ich noch angeschossen werde. Doch noch. Nein, hörst du's? Was könnte das sein? Ach, tatsächlich. Ich habe zwar die Brille nicht auf, aber sieht nach einem Polizeihubschrauber aus. Daniel, halt, mach mir eine Ehre. Pass auf dich auf. Also das war's, oder? Viel Spaß. Geht noch weiter. Ja, geht noch weiter. Hallo Daniel. Das ist ja ein nettes Taxi hier. Ja, haben Sie mich gut rangenommen heute? Aber hallo. Es geht nahtlos weiter. Hammer, super. Hubschrauber fliegen? Habe ich noch nie gemacht. Ja. Insofern? Wollte es losgehen, oder? Ich aber als Beifahrer, oder? Ja, erstmal.